Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition und bei der Ansicht eines Drachen, der höhere Mistral, den werden wir uns jetzt antun. Mal schauen, wie weit wir kommen. Auf geht's. Komm her, mein Drache. Okay, hier bin ich. Komm. Ja, sehr schön. Immer schön auf mein Schild schlagen. Ah, verdammt. Bruder hat... unser Freund kriegt da gerade mächtig Schaden ab. Ah, ich hänge fest. Komm schon. Schlag zu. Jawohl, ja. Oh, dieser Wind ist voll so unangenehm. Oh, da. Oh, das sieht nicht gut aus. Ah, das war dumm. Einmal kurz hier rein. Ich werde mal die Fernkämpfer ein bisschen anders stellen. Geh du mal dahin und du gehst mal in diese Richtung. Ein bisschen getrennt voneinander. Und dann kann man die Pause beenden und weitermachen. Das läuft bisher eher suboptimal. Ah, nicht aufgepasst. Kann ich den nicht irgendwie wegdrehen? Ja, so ist gut, so ist gut. Oh, jetzt hat er sich ein Schild gemacht. Jetzt müssen wir aufpassen. Das wäre im richtigen Augenblick stoppen, um den Trupp zu bewegen. Dahin. Ah, nein. Ganz schlecht. Dahin. Und dahin. So. Lauft. Ich glaube, wir konnten ihm ausweichen. Wo ist der Drache? Verdammt, ich sehe ihn nicht. Da. Ah, nicht aufgepasst. Verflucht. Dahin. Wir konnten ihm noch ausweichen. Sehr gut. Und weiter geht's. Nein, nicht du. Ich muss ihn steuern. So, wir konnten das soweit auseinanderbringen. Ich habe die Befürchtung, dass er jetzt Junge gerufen hat. Oh, verdammt. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt stehen die wieder beschissen. Habe ich nicht aufgepasst. Das hat wieder etliche Tränke gekostet. Komm, Dorian, tu was. Uiuiui, einmal fliegen durch die Gegend, bitte. Ah, einer muss Sarah aufwecken. Ich gehe mal mit ihm hier weg. Und versuche Sarah zu kriegen. Die nicht da hinten irgendwo rumsteht. Oder auch nicht. Hier muss sie irgendwo. Da. Zack. Er macht sich relativ gut gerade da. Einmal den hier. Oh, verdammt. Ein bisschen Schaden bitte. Der frisst enorm Schaden. Moment, wo ist unser Heiler? Ah, da oben befindet er sich. Ja, wieso kriegt er so viel Schaden? Pam! So, jetzt werden wir dem Ganzen mal... ein bisschen
Schaden einberechnen. Zack. Und zack. Schön raushauen bitte hier an Schaden. Danke. Ja, sah so aus, als hätten wir... Hätte einer... Oh, halt, 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 halt. Oh. Jetzt müssen wir mal eben kurz hier unsere Fernkämpfer wieder woanders hin bewegen. Sarah in die andere Richtung bitte. Zack. Und zurück zu uns. Und weiter drauf und er hebt noch einmal ab. So, einmal kurz jetzt zu ihm hier. Oh, fast keine Heiltränke mehr. Das ist natürlich mies. Aber gut. Oh. Heftig. Stopp, alle wieder bewegen. Zack, zack, zack und zack. Und mal weiterlaufen lassen. Ah, was war das? Einmal kurz stopp bitte. Nee, du hattest das nicht. Du hattest die. Ja, er hat nicht den heilenden Nebel, ne? Na gut, dann nimm du mal eben den hier zu dir. Du den letzten Heiltrank. Und du nimmst das zu dir und... Ja. So. Und weiter im Text. Ah, er weicht gut aus, der Drache. Das muss man ihm lassen. Hätte ich schon wieder ab, oder was? Oh, was macht er denn jetzt? Sarah. Lauf du mal dort drüben hin. Dorian. Lauf mal dort drüben hin. Und ja, du bist egal. Ich. Ah, krieg mal wieder die Kugel ab. Ah, oh, jetzt kommt wieder dieses verdammte Ding. Also Dorian müssen wir wahrscheinlich gleich aufwecken. Ja, auch nicht. Noch lebt er. Eieiei, was ein Schaden, den wir hier aushalten. Wir müssen jetzt auch gleich auf jeden Fall auf einen aufwecken. Anders geht's nicht. Dorian lebt noch. Wir müssen irgendwie Schaden rauskriegen. Ah, komm schon. Ah, nicht aufgepasst. Ja, geh auf mich, ist gut. Flickst. Oh. Moment mal. Nee, das geht nicht. Wieso hat er den Trank nicht getrunken? Genau so, mein Freund. So, einmal kurz hier. Du gehst bitte Sarah aufwecken. Du liegst jetzt schon wieder da. Und schon, hau rein. Und Sarah könnte sich da mal so einen Trank hier reinschmeißen. Und du ein Lyrium-Trank und dann gehen wir mal zurück auf Inia. Los, brav, immer schön aufs Schild klopfen. Es fängt schön mit dem Scheißwind an. So, jetzt wird es langsam knackig hier. Willkommen in die Endphase des Kampfes. Die ist wieder mal relativ in sich hat.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Schaden raushauen. Ich guck gerade mal, ob irgendeiner hier. Ja, hier. Der könnte. Was hat Sarah denn für eine Fertigkeit? Was war das? Gut, er hat das und was hat er hier? Das da. Nee, das da. So. Und zurück zu uns und zieht der nochmal ab. Oh. Unangenehm. Ja, das ist natürlich jetzt doof, dass es genau in dem Augenblick gerade kommt. Ja, natürlich unsinnig. Aber er ist fast tot. So, wieder mal alle bewegen. Dorthin, dorthin, dorthin und dorthin. Oh. So, Dorian ist tot. Das heißt, du da. Einmal kurz zu dir und weck bitte Dorian auf. Der hier sich irgendwo befindet. Oh, oh, oh. Das sieht gerade nicht gut aus. Von Dorian. So greift er nicht an. Zurück zu uns. Oh, hartnäckiger Gegner. Nicht aufgepasst. Verdammt. Könnte Dorian wieder erwischen. Schauen wir mal. Der Schaden muss jetzt einfach stimmen. Ah, Cole, komm, Junge. Hat er nicht weggeschoben? Gut, da konnte man noch gut ausweichen. Ich komme gerade leider nicht an Cole ran. Konnten wir jetzt noch so eben ausweichen. Komm schon, Cole, steh auf, Junge. Jawohl. Cole lebt wieder. Halt. Einmal kurz. Beweg dich mal darüber. Zusammen mit ihr hier. Und weiter geht's. Cole wieder tot, aber er ist auch fast tot. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Nochmal der Ansturm. Oh, das ist jetzt gar nicht gut. Jetzt muss ich gerade mal hier hinwechseln. Dorian. Du musst jetzt ganz schnell aufwecken. Ohne Wenn und Aber. Oh, das sieht gerade überhaupt nicht gut aus. Komm schon, aufstehen. Wo ist Sarah? Wir sind kurz davor, ihn zu erledigen. Das Problem ist gerade nur, dass wir so gut wie keine Heiltränke mehr haben. Sarah, nimm den. Er könnte mal. Ach, verdammt, noch eins. Ein davon schlürfen und er ein davon. So. Oh, und hat Dorian dahin gerafft. Jetzt auch eher suboptimal, was hier abläuft. Ah, das läuft gerade gar nicht gut. So, Sarah lebt wieder. Gehen wir zurück auf Cole. Komm her, mein Junge. Lauf. Tu, was du kannst. Ah, das gibt's doch nicht. Da laufen wir mitten rein ins Au. Kacke. Kacke, 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 kacke. Komm, steh auf, Junge. Schnell was schlürfen. Ausgewichen, gut. Es läuft gerade überhaupt nicht gut. Oh, das gibt's doch alles nicht. Dorian lebt wieder erst einmal.
Ah, sehr gut. Die anderen beiden leben jetzt auch wieder. Und jetzt, jetzt können wir ihm den Schlag versetzen. Oh, gut, dass wir Dorian zurückgeholt haben. Damit war's das. Ihr müsst keine Angst haben, Sarah. Puh. Eine schwere Geburt. Wenn ihr mir den Rücken zukehrt. Ich werde das nicht mit euren Stiefeln machen. Und auch die andere Sache mit euren Pfeilen nicht. Ich weiß zwar nicht, was diese letzte Sache ist, aber ich werde auch das nicht tun. Als wüsste sein Gesicht nicht, was es sagt. Uah. Meine Güte, was ein Kampf. Also da waren wir wirklich auf Messerschneide kurz vorm Schluss. Aber wir haben es dennoch geschafft und streifen mal den Loot ein. Siegreich im Krieg, eine schöne Rüstung für Magier. Wunderbar. Eine Wahl, die Wahl der Krähe, ein Dolch. Ja, da freut sich doch bestimmt unser guter Cole. Der Helm des Inquisitors. Hui, der ist auch nicht mal übel. Amulett der Macht für... Wen ist das? Für Sarah. Reines Drachenblut und ganz viel Drachenzeug. Ja. Damit hätten wir auch diesen Kampf überlebt. Und können uns der Sehenswürdigkeit dort drüben mal eben antun, damit wir die einnehmen an diesem Baum. Meine Güte. Also dieser Kampf, der hat es wirklich in sich gehabt. Da anfangs haben wir ein bisschen gepennt teilweise. Das hat uns viele Heiltränke gekostet. Ein bisschen dumm gewesen. Aber gut. Erstmal hier beanspruchen. Was haben wir hier? Der verwundene Baum. Der Baum auf dem Hügel ließ mich schaudern, weshalb ich mich trotz der herrlichen Aussicht entschied, nicht dort zu lagern. Später hörte ich dann in einer Taverne in dem Dorf Montelvian die Legende. Bevor die Dales erobert wurden, hatten die Elfen menschliche Eindringlinge gefangen genommen und ihre Köpfe an den Ästen dieses verwundenen Baumes aufgehängt. Oh. Ja, das ist natürlich gar nicht nett. Aber gut, ja. Hier war es zum Plündern. Mal wieder etliche Sachen. Nehmen wir mit. Gut, ja, ich schaue nochmal ganz kurz auf die Karte nun, wie es denn nun aussieht hier in diesem Gebiet. Ja, gut, da hinten wäre noch ein Holzschlag und alles, aber das brauchen wir gerade nicht wirklich. Ja. Ich würde sagen, wir haben dieses Gebiet erfolgreich abgeschlossen, soweit mit dem, was zu tun gab. Es gibt natürlich noch das eine oder andere. Aber jetzt werden wir weiter reisen. Wohin genau, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Empress de Lyon, das wäre eine so eine Reise wert. Das tun wir dann vielleicht auch. Aber vorher werde ich nochmal ganz kurz zur Himmelsfeste reisen, um auf dem Kartentisch einen Weg einzuschlagen und vielleicht nochmal einen Überblick uns zu verschaffen, was wir denn wirklich zu tun haben. Denn es ist ja wirklich viel passiert. Wir haben viele Aufgaben noch zu erledigen und denen werden wir uns annehmen. Ja, warten wir jetzt im Ladebildschirm mal wieder ein klein wenig ab, bis es dann weitergeht. Ja, also, was bleibt zu erzählen über die Smaragdgräber? Ich hätte mir vielleicht ein klein bisschen mehr erwartet, weil es ja dort um eine geheime Waffe ging, die irgendwie nie gefunden wurde jetzt von uns. Schade eigentlich. Gut, kann man nichts machen. Ich gehe jetzt... Ach, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte ins Inventar. Und zwar mal eben kurz drüber schauen. Was haben wir hier? Wir haben einen neuen Stab. Den können wir verkaufen. Der ist reinster Schrott. Die Wahl der Krähe. Brauchen wir Kohl. Ja, da müssen wir mal vergleichen. Ja, mit dem einen können wir ihn tauschen. Mit der Lady. Ja, kostet Rache. Das ist das da, glaube ich. Zack. Wunderbar. Dann können wir das nämlich verkaufen. Genauso wie wir den Fernschuss wohl verkaufen können. Ich guck mal kurz. Sarah, was hat die für einen Bogen? Ja.
Braucht man nicht drüber reden. Klare Sache. Verkaufen wir einfach mal. Dazu gehen wir zu der guten Dame hier unten. Und dann wird verkauft. Ja. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das war auch nicht der Brüller, glaube ich. So ist es. Kann ebenfalls weg. Was war das hier? Ja, den behalten wir nochmal. So, mal eben kurz nochmal ins Inventar. Wir hatten ja auch noch einen Helm gefunden. Ja, der Helm der Draska geht leider noch nicht, aber des Inquisitors, den können wir mal so lange anziehen. So. Der andere, der Helm der Wächter, vielleicht braucht den irgendwann irgendwer. Jetzt machen wir noch die Kleinigkeiten hier oben. Einmal hier rauf, da lang, einmal hier hoch. Na komm schon. Geh mal kurz ein paar Blümchen pflücken und einen Samen austauschen, denn ich würde gerne hier etwas von diesem einen Zeug anpflanzen, und zwar Pflanzsamen. Ich glaube, das war selten. Ist das unter selten? Ja, genau. Prophetinnen Lorbeer. Genau die will ich anpflanzen. So. Dann haben wir hier Blutlotus. Den nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir hier ein bisschen Elfenwurzel. Da haben wir auch eine schicke Pflanze. Nein. Hallo? Ich will... So. Das hätten wir... Das ist unglaublich. So. Gewöhnliche Pflanze. Hier kommt einfach mal... Ja, genau. Das pflanzen wir da ein. Und auf der anderen Seite ein seltenes Kraut. Nehmen wir das hier. Oder? Nee. Nehmen wir noch eine Prophetin Lorbeer. Weil davon brauchen wir reichlich im Laufe des Spiels. Nun können wir uns zum Kartenraum bewegen, wobei vorher, ich finde, um ein bisschen Platz zu schaffen im Inventar, ging es, glaube ich, hier oben noch irgendwo hin. Wo war das denn hier? War das hier? Ah ja, hier. Einmal die Forschungen abgeben. Und dann wieder hinunter. Und dann aber nun wirklich auf zum Kartenraum. Na komm schon. Wieder noch irgendwas? Nee. Gut. Ja, hier wird jetzt erstmal nicht viel sein. Und da wären wir beim Kartenraum, aber was wir dort tun und was wir dort erfahren werden und wo es dann hingeht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge hier bei Dragon Age Inquisition.